Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen hier auf unserer Kölner Festivalbühne. Mein Name ist Kai Wernken, ich leite die Hamburger Udo Keller Stiftung Forum Humanum, die als langjährige Unterstützerin und Mitermöglicherin der Phil Cologne immer auch die Gelegenheit hat, einige Formatbausteine ins Programm mit einzubauen. Der heutige Abend ist so ein Abend. Der Programmbaustein stammt aus unserer Fabrik. Und wir wollen heute Abend die Linie fortsetzen, die wir in den vergangenen Jahren auch schon begonnen hatten. Es geht um Gegenwartsdiagnostik und Zukunftsforschung und der Komplex Quantencomputing. Von dem darf man wohl mit einiger Gewissheit behaupten, dass dieser Abschnitt, dieses Themenfeld zu den entscheidenden Schlüsselabschnitten der Zukunftsfront zählen wird. Sei es digitalpolitisch, sei es ökonomisch, sei es geopolitisch. Das ist eine Schlüsselfrage, wo Weichenstellungen in die Zukunft hinein stattfinden werden. Und Sie alle kennen ja diese berühmte Hegel-Maxime von der Eule der Minerva, die am Abend des Tages in der Dämmerung ihren Flug beginnt, um den Tag in der Dämmerung im Danach auf den Begriff zu bringen. Das ist die Wappenerzählung, die klassische Selbstbeschreibung der Philosophie. Einige böse Zungen behaupten, das ist nichts anderes als eine geschickte Art und Weise, darum herumzudrucksen, dass Philosophie im Grunde genommen nur die Kunst ist, hinterher alles besser zu wissen. Und wir wollen heute Abend mit unserem Podium versuchen, den Gegenbeweis anzutreten, dass Philosophie durchaus eine Wissensform ist, mit der man nicht nur auf Augenhöhe der Gegenwart, sondern möglicherweise auch in die Zukunft hineindenken kann. Und das wollen wir am Komplex Quantencomputing unter Beweis stellen. Und wir haben das Glück, dass wir bei diesen Zukunftsfragen nicht auf irgendwelche Trielle, auch nicht auf irgendwelche Wahlkampfteams mit Forschungsexperten, auch nicht auf irgendwelche traurigen Wahlkampfspots angewiesen sind, sondern dass wir wirklich Zukunftsexperten hier am Start haben. Der eine, einer der führenden deutschen Wissenschaftsphilosophen, Wissenschaftstheoretiker, der andere Autor, Philosoph und TV-Wissenschaftsjournalist, der mit seinen Sendungen Maßstäbe setzt. Meine Damen und Herren, heute Abend auf dem Programm Quantencomputing begrüßen Sie mit mir Gerd Skobel und Klaus Mainzer. Vielen herzlichen Dank. Ja, schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank, Kai Wernken. In diesen Zeiten geht es nicht ohne Unterstützung. Insofern sind wir dem Udo Keller Forum Humanum sehr zu Dank verpflichtet. Diese Veranstaltung war die erste, die ausverkauft war, was ehrlich gesagt bei der Schwierigkeit des Themas etwas verblüfft. Und eine kleine Replik noch zu der Philosophie. Was man über Philosophie positiv sagen kann, ist, wir fliegen noch, bevor es ganz Abend ist. Also bevor ganz das Licht ausgeht, fliegt die Philosophie noch. Quantenphysik mag ein bisschen schwer zu verstehen sein, aber feststeht, dass es ohne die Erkenntnisse der Quantenphysik eine Menge von Dingen in unserem Alltag überhaupt nicht geben würde. Also denken Sie an sowas wie Blu-ray-Player, CD-Player und viele andere Sachen. Und so hat die Revolution der Quantenphysik im 20. Jahrhundert begonnen als eine echte Revolution nicht nur der Wissenschaften, sondern auch der Wirtschaft, der Technologien bis in den Alltag hinein. Und das Problem mit der Anwendung der Quantenphysik ist nun mal, dass es erstens, wenn man es wirklich verstehen will, eine ziemlich schwierige, nämlich physikalisch-mathematische Theorie ist. Und zweitens eine Theorie, die unsere Alltagsvorstellungen einfach auf den Kopf stellt. Und das macht es so ein bisschen schwierig, diese Theorie für sich selber zu verarbeiten. Und dann kommt auch noch Quantencomputing hinzu, was nochmal völlig anders ist als das bisschen, was jemand wie ich überhaupt von Computing verstanden hat. Wir machen das so, dass wir sozusagen zweimal Ihnen was liefern. Klaus Mainzer wird nämlich erstmal einen Vortrag halten. Da gehen wir mal davon aus, dass Sie, wir sind positiv, 50% mindestens sich gesetzt hat und die restlichen 110%, die machen wir dann im Gespräch danach. Und nur ganz kurz, weil Sie sollten, wenn Sie ihn nicht kennen, Sie sollten wenigstens grob ein bisschen was wissen, hat Mathematik, Physik und Philosophie studiert, wurde über ein Thema der Mathematik promoviert, hat dann habilitiert über Raumgeometrie und Kontinuum und war lange Zeit zuständig als Professor für Grundlagentheorie und Geschichte der exakten Wissenschaften. Und da höre ich praktisch schon in den 80er Jahren auf, weil danach kommen 40 Jahre Forschung, Wissenschaft. Und vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, was Sie heute vor allem machen, weil es geht ja weiter.
Heute mache ich vor allen Dingen das, worüber ich heute erzähle. Bin auch in verschiedenen Gremien unterwegs. Also bei mir war immer der Spagat, einerseits wollte ich genau verstehen, wie alles zusammenhängt. Dann aber auch ging es mir um die Umsetzung bis hin zur gesellschaftspolitischen Verantwortung. Ich habe ja auch an meiner letzten Station an der Technischen Universität München entsprechende Institute geleitet und gegründet. Karl von Linder Akademie, aber dieses Munich Center for Technology in Society. Und was da ging es dann immer um diese Frage des Transfers, also von dem Grundlagenwissen, das man hat, und der damit verbundenen Verantwortung auch. Und das war schon in den Konstanzer Jahren so, in den 80er Jahren, als in dieser Weise im Bund allgemein so noch gar nicht gedacht wurde. Da waren die Leute alle in ihren Disziplinen noch vergattert. Was ja leider immer noch ein bisschen so ist. Ja, aber es ändert sich schon. Es lockert sich. Ja, auch durch die Generation, also die heutigen jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die sind da schon ganz anders drauf, weil sie genau wissen, auch wenn es um Forschungsgelder geht, wer die Forschungsgelder verteilt und nach welchen Präferenzen sie verteilt werden. Und das spielt schon eine Rolle. Das ist ein ganz wichtiger Spagat. Ja. Wir fangen jetzt direkt an. Ich muss eine Frage nur vorher noch stellen. Also das rettet mich selber immer ein bisschen in meinem Unverständnis und Halbwissen, was Quantenphysik und Quantentheorie angeht. Nämlich mit dem Satz eines sehr berühmten Physikers, Quantentheoretikers und Nobelpreisträgers, von dem ich weiß, dass Klaus Mainzer ihn auch sehr schätzt, nämlich Richard Feynman, der mal gesagt hat, wer glaubt, die Quantentheorie verstanden zu haben, hat nichts verstanden. Wie gehen Sie mit dem Satz um? Feynman war auch, gehörte auch einer bestimmten Generation an. Also ich muss sagen, heutige Physikstudenten, Physikstudentinnen gehen damit ganz anders um. Also die machen ihre Übungsaufgaben in den ersten Semester und dann ist das für sie der Alltag. Ja, das war noch in einer Generation, Feynman ist so in der letzte Vertreter dieser Übergangsgeneration der Physiker, die noch in dieser klassischen Welt erzogen war und für die es dann unglaublich selber schwierig war, sich in diese neue Welt reinzudenken. Die heutige Generation, das ist Mainstream. Ja, das ist auch eine Gewöhnungssache im Klar. Grunde. Da ist meine, die Revolution Sie, abgeschlossen ja, sozusagen. Denken Sie an die klassische Physik. Die denken wir, das wäre der Alltag. Das ist mitnichten der Alltag. Der Alltag ist die aristotelische Welt. Mhm. Die meisten, wenn ich mich mit Ihnen unterhalten würde, dann würde ich Ihnen sagen, ja, so ähnlich dachte Aristoteles. Ja, also vor Galilei. Ja. Und also wir insofern schießen muss Sie man vorsichtig sein. So muss man, das ist jetzt nicht als Bashing gedacht. Deshalb muss man vorsichtig sein mit der Aussage, also die klassische Physik, das ist so der Alltag und ja. Also die ist hochabstrakt im Grunde. Ja. Aber trotzdem, wir schießen Sie jetzt von 2500 Jahren, also von vor 2500 Jahren in die Zukunft. Mit dem Vortrag von Klaus Mainzer und danach unterhalten wir uns nochmal darüber und je nachdem mal gucken, wie es mit der Zeit ist. Vielleicht haben Sie auch noch die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu stellen. Aber was Sie jetzt kriegen, ist wirklich ein absolut komprimiertes Rundum-Paket mit allen möglichen Dimensionen, über die man überhaupt bei diesem Thema reden kann. Bitte. Ja, vielen Dank. Darf ich dabei stehen? Oder klar, logisch. Corona wenn Sie das nicht... ich kann mich eigentlich auch mal... Ich setze mich mal dahin. Im Stehen lässt sich besser reden. Zunächst schönen Abend auch zusammen. Als ich vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal hier war? Genau. Ja. Als ich vor 2 Jahren hier war, übrigens auch in diesem Saal, da ging es um die Anfänge des Computers mit dem britischen Computerpionier Alan Turing. Und heute geht es wirklich um die Zukunft. Quantencomputer von der Quantenwelt zur künstlichen Intelligenz. Und da oben sehen Sie das Emblem meiner Akademie, die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste. Und das habe ich bewusst reingetan, weil
die wesentliche Botschaft, die wissenschaftspolitische Botschaft, die am Ende dieses Vortrags stehen sollte, ist, wir müssen uns in Europa positionieren als Innovationsstandort in einer weltweiten Konkurrenz. Darauf läuft es am Ende zu. Immer dran denken, wenn es am Anfang ein bisschen theoretisch ist, dass es, darauf kommt es am Ende an. Der Hintergrund sind zwei Publikationen. Einmal im letzten Jahr mit dem gleichen Titel, Quantencomputer von der Quantenwelt zur künstlichen Intelligenz. Und dann vor 2 Jahren die zweite Auflage, künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen? Und der aktuelle Anlass, so können Sie vielleicht auch besser sehen, der aktuelle Anlass, um hier in das Thema einzusteigen, sind die heutigen Quantencomputer, die wirklich da sind. Das war in diesem Jahr ein IBM-System, das als erster universeller Quantencomputer verkauft wurde. Universell heißt einfach, dieser Computer kann verschiedene Aufgaben lösen, so wie jeder Laptop auch verschiedene Aufgaben lösen kann. Aber er ist noch langsamer als unsere heutigen klassischen Superrechner. Aber immerhin, die andere Sache war hier von Google bereits 2019. Google hatte, also vor 2 Jahren, zum ersten Mal einen Quantencomputer entwickelt, der wenigstens eine Aufgabe schneller rechnen konnte als unsere heutigen klassischen schnellsten Rechner, die Supercomputer. Und was Sie hier sehen, sieht schon so etwas befremdlich aus. Sie denken, was hat denn das mit dem Computer zu tun? In der Tat, es hat gar nichts damit zu tun. Das ist so ein großes Gehäuse, der Quantenchip, der ist also hier irgendwo versteckt. Und was Sie hier sehen, ist im Grunde eine große Kühlanlage. Da werden nämlich Weltraumtemperaturen hergestellt und nur unter diesen extremen Bedingungen, wenigstens heute, ist es möglich, diese Quanteneffekte auszunutzen, die zu dieser großen Beschleunigung des Quantencomputing heute führen. Wie schon erwähnt, warum dieses Thema auf der Phil Cologne? Das ist ja eigentlich eine Philosophenveranstaltung. Nun einfach deshalb, weil das Quantencomputing tief verwurzelt ist in unserem Verständnis der Realität. Deshalb geht's los mit den Rätseln der Quantenwelt, dann darauf aufbauend, wie funktioniert so ein Quantencomputer, ganz gerafft, schließlich die Konsequenzen für unsere Zivilisation, vor allen Dingen die Kommunikation. Dann zeigt sich heute, dass das Quantencomputing allmählich zusammenwächst mit dem anderen großen Hype heute, nämlich der künstlichen Intelligenz, und darauf schließlich zum Abschluss die Zukunft des Quantencomputing. Bevor ich jetzt loslege, eine didaktische Bemerkung vorweg. Im Hintergrund laufen jetzt diese Folien mit Bildern und Illustrationen, aber fassen Sie sie mehr oder weniger als Dekoration auf, wie in der Politik, es gilt das gesprochene Wort. Das heißt, das, was ich hier erkläre, und jetzt nicht anfangen, da zu lesen und so weiter. Gut. Also fangen wir an mit den Rätseln der Quantenwelt. Und da möchte ich eine Sache erwähnen, vielleicht auch schon bekannt, der Welle-Teilchen-Dualismus. Nämlich in der Alltagswelt sind wir tatsächlich gewohnt, zwischen Wellen und Körpern genau zu unterscheiden. Das wird üblicherweise hier an diesem Doppelspaltexperiment vorgestellt. Wenn Sie Fußbälle hier auf die beiden Spalten schießen, dann erwarten wir dahinter diese Trefferhäufungen auf einem Schirm. Oder wenn Sie eine Welle losschicken auf diesen Doppelspalt, dann erhält man dahinter dieses stehende Interferenzmuster. Würde man nun ein Quantensystem, ein typisches Quantensystem ist ein Photon, ein Lichtteilchen, wie einen Fußball betrachten, dann hätte man den Eindruck, dieser Fußball tritt also gleichzeitig durch diese beiden Spalten und vereinigt sich dahinter wieder. Das käme Ihnen so merkwürdig vor wie diesem klassischen Skiläufer hier, der staunt über den nicht klassischen Skiläufer mit dieser Skispur hier. Und diese Tanne hat so die Rolle des Doppelspalts, den ich eben gezeigt habe. Das heißt also, in dieser Quantenwelt haben wir nicht wie bei einem Fußball, bei einem Pass auf dem Fußballfeld, so diese genau determinierte Bahn, sondern wie der schon erwähnte Feynman das mal ausgedrückt hat,
die ein Teilchen hier vom Ausgangsort durchläuft alle möglichen Wege zu einem Zielort gleichzeitig mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten, der Quantenzustand, ein Quantenzustand ist durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben. Und dann eins der weiteren Rätsel hat bereits 1935, das war ein Annus Mirabilis, 1935, 19, kommt nachher nochmal, 1935 Erwin Schrödinger, der österreichische Physiknobelpreisträger, in einem berühmten Gedankenexperiment illustriert, nämlich diese Quantenobjekte können sich überlagern. Die Zustände. Das nennt man Superposition. Und das ist, hat er illustriert an einem makroskopischen Objekt, nämlich einer Katze. Eine Katze ist also eingeschlossen, wohlgemerkt Gedankenexperiment, eingeschlossen hier in einer solchen Kiste, die ist zu. Und zusammen mit einem Quantensystem, das ist ein Radiumpräparat, das zufällig zerfallen kann oder nicht zerfallen kann. Und wenn es zerfällt, dann soll ein Hammermechanismus ausgelöst werden, der diese Blausäureflasche zertrümmert. Und Sie ahnen schon, dann ist die arme Katze also tot. Wie gesagt, Gedankenexperiment. Und Schrödinger argumentiert so, wenn die Kiste geschlossen ist, wir können nicht reinsehen, die Kiste ist geschlossen, dann ist diese Katze zu gleichen Teilen tot und lebendig. Eben Superposition. Beide Zustände überlagern sich entsprechend dem zufälligen Zerfall hier dieses Radiumpräparats. Wenn die Kiste geöffnet wird, das entspricht einem Messakt in der Physik, wenn sie geöffnet wird, dann zerfällt diese Superposition in die beiden Zustände, möglichen Zustände mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Entweder tot oder lebendig. Wir haben das 1990, Sie haben eben meine Funktion damals in Konstanz erwähnt, in den 80er Jahren. Da haben wir also ein Buch herausgegeben mit dem schönen Titel Wie viel Leben hat Schrödingers Katze? Ich erwähne das deshalb, weil da haben einige mitgewirkt, die nachher für das Quantencomputing eine entscheidende Rolle gespielt hat, wie der berühmte Anton Zeilinger aus Wien, damals noch Innsbruck. Nun, für ihn war das natürlich fürchterlich. Einstein, typischer Vertreter der alten Generation, also der Alltagsauffassung, klassische Physik, Gott würfelt nicht. Und hier ein drittes Rätsel, möchte ich sagen, auf das Einstein aufmerksam macht in der berühmten Einstein-Bohr-Debatte, auch im Jahr 1935. Sie sehen hier Einstein als Vertreter der klassischen Physik und dagegenüber Niels Bohr. Und man sieht den beiden an, wie angespannt die Situation damals ist. Da knistert's. Und Einstein vertritt die klassische Auffassung, die mit Sicherheit die meisten von Ihnen auch vertreten würden. Wenn Sie zwei getrennte Körper haben, Sonne und Erde, dann gehen Sie davon aus, dass deren Eigenschaften schon bestimmt sind, unabhängig voneinander und bevor wir Menschen sie beobachtet oder gemessen haben. Das nennt man Lokalität. Da sind sie an verschiedenen lokalen Orten. Und in der Quantenmechanik ergibt sich die Merkwürdigkeit und darauf macht Einstein zum ersten Mal aufmerksam. Sehen Sie, das ist auch seine Genialität. Sie werden gleich sehen, wenn Einstein irrt, dann auf entscheidendem Niveau. Er geht davon aus, es gibt verschränkte Zustände von Teilchen, die getrennte Bestimmungen der Teilchen zulassen, obwohl sie an entfernten Bereichen des Raumes liegen. Das heißt, wenn Sie da messen, dann sind die in einem gemeinsamen Zustand, sagt die Quantenphysik, und die Messung augenblicklich bestimmt die Eigenschaft des Teilchens am anderen Ende. Und das, so argumentiert Einstein, widerspricht der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, also seiner Relativitätstheorie, wonach Signalübertragungen nie schneller sein können als das Licht. Deshalb sagt er, das ist Fernwirkung, das ist Spuk, original Einstein. Und er spitzt das Ganze zu, auch in einem Gedankenexperiment. Zunächst, Sie sehen, wie philosophisch man damals unterwegs war, diese Grundlagenprobleme illustriert hat. Das berühmte Einstein-Podolsky-Rosen-EPR-Experiment. Und in einem modernen Setting sagt es also Folgendes. Wir haben eine Quelle in der Mitte und da wären jetzt Photonenpaare in entgegengesetzte Richtung.
Forschung geschickt auf diese Schirme, die hier stehen, und da werden die Eigenschaften dieser Photonen gemessen. Und die Eigenschaften, um die es sich handelt, sind die sogenannten Polarisationszustände, die kennen Sie übrigens alle von der Sonnenbrille oder so, vertikal und horizontal polarisiert. Und nun, wenn wir die klassische Auffassung von Einstein zugrunde legen, dann waren die Eigenschaften dieser Photonen, so als wenn es Fußbälle wären, ja, bereits bestimmt, bevor sie hinten an den Schirmen gemessen werden. Ja, wir gehen davon aus, dass in der Zwischenzeit, wenn Sie also diese Quelle verlassen, keine Wechselwirkungen mehr stattfinden. Und aus dieser Annahme folgert er hier, John Bell, britischer theoretischer Physiker, am CERN damals unterwegs, folgert er einfach mit klassischer Statistik. Er nimmt alle Möglichkeiten von vertikal und horizontal polarisiert, die auftreten können, fasst sie zusammen in der berühmten Bell'schen Ungleichung und daraus macht er eine Voraussage aus der Einsteinschen Auffassung über den Ausgang dieses Experiments. Und dann kommt er, Anfang der 80er Jahre, Einsteins Experiment wird zu einem der ersten Male physikalisch im Labor durchgeführt. Alain Aspect, französischer Physiker, und er zeigt, dass die Ergebnisse dieses Experiments signifikant der Voraussage auf der Grundlage der Einsteinschen Realitätsannahme widerspricht. Das heißt, mit anderen Worten, danach müssen wir die Einsteinsche Auffassung aufgeben. Und tatsächlich liegt ein solcher, wie man heute sagt, verschränkter Zustand vor zwischen diesen beiden entfernten Objekten. Ich messe hier und im selben Moment ist die Eigenschaft dort des Photons bestimmt. Ja, verschränkte Zustände, und das soll jetzt erstmal reichen. Und jetzt ziehen wir die Konsequenzen für den Quantencomputer. Dann dazu erinnere ich zunächst einmal, was ist eigentlich ein klassischer Computer? Sowas da. Das ist nichts anderes wie ein Schalterkasten. Ein Schalterkasten von solchen Schaltern. Und diese Schalter, man nennt sie auch Gatter, die entsprechen den logischen Verknüpfungen, der Logik, die Sie alle kennen. Nehmen Sie die Negation. Die Negation bedeutet, Aussage A ist wahr, Negation, Aussage nicht A ist dann entsprechend falsch und umgekehrt. Als Gatter, als Schalter heißt das, hier ist so ein Schalter, wenn wir statt wahr und falsch 0 und 1 nehmen, also die Bits, ich stecke 1 rein, bekomme 0, ich stecke 0 rein, bekomme 1. Und Gatter, ganz genauso. Sie wissen, A und B ist wahr nur dann, wenn die beiden Teilaussagen A und B wahr waren. Nehmen wir jetzt stattdessen wieder 0 und 1, haben wir das entsprechende Gatter, diesmal wegen der zwei Teilaussagen, zwei Inputs. Nehmen wir hier 1 und 1, muss hier 1 rauskommen. Bei allen anderen Kombinationen kommt hier 0 heraus. Und so ähnlich für die anderen Gatter auch, entsprechend den logischen Verknüpfungen, die dahinter stecken. Und ein Algorithmus ist nichts anderes als eine Hintereinanderschaltung solcher Gatter, die auf einem Computer dort realisiert werden. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben es mit diesen klassischen Bits, entweder oder bei den Schaltern zu tun, entweder Zustand 0 und 1. So, und jetzt kommt das Quantensystem. Sie erinnern sich an Schrödingers Katze. Da können sich solche Alternativen überlagern. Bei Schrödingers Katze war das tot und lebendig. Jetzt ist es 0 und 1. 0 und 1 können sich überlagern, und das ist nach der Dirac'schen Notation hier so festgehalten. Das heißt so viel wie Folgendes: in diesem Zustand, hier in diesem Überlagerungszustand von 0 und 1, ist festgehalten, dass 0 beispielsweise mit 10% auftritt und dann 1 mit der Restwahrscheinlichkeit 90% oder alle anderen Möglichkeiten. Also nicht nur entweder 0 und 1, sondern auch alle Zwischenmöglichkeiten hier zusammengefasst in dieser Superposition. Und das lässt sich durch Quantensysteme, reale physikalische Quantensysteme wie Photonen, Elektronen, Atome, Ionen, was auch so alles gibt, realisieren. Und damit haben wir schon den einen der entscheidenden Effekte
des Quantencomputers verstanden. Das ist nämlich die Ausnutzung dieser Superposition, dieser Überlagerung. Sehen Sie, ein klassischer Computer muss alle Teilaufgaben hintereinander ausführen. Und das ist hier dargestellt, während ein Quantencomputer hat die Möglichkeit, viele Inputs von vielen Teilaufgaben in einer solchen Überlagerung, nicht nur zwei, sondern viele, beliebig viele im Prinzip, in einer solchen Überlagerung, in einer Superposition, also in einen Zustand zu bringen. Und dann kann der Computer in diesem einen Zustand auf einen Schlag alle Rechnungen durchführen und erhält dann wieder eine Überlagerung. In dieser Überlagerung sind dann die entsprechenden Ergebnisse zusammengefasst. Das ist im Grunde schon der wesentliche Trick bei der ganzen Angelegenheit. Die große Herausforderung ist die Technik. Daran wird heute noch gearbeitet. Und das hängt damit zusammen, dass ein solcher Überlagerungszustand nicht einfach in der Natur da irgendwo rumliegt, sondern der muss hochaufwendig technisch hergestellt werden, eben mit den schon erwähnten Weltraumtemperaturen, wenigstens bis heute, die hochempfindlich sind, nur für Bruchteile der Zeit realisiert werden können, höchst empfindlich sind gegen Störungen der Temperatur, andere Störungen, sonst würden sie wie bei Schrödingers Katze sofort kollabieren. Und das nennt man übrigens Dekohärenz. Kohärenz ist ein anderes Wort für diese Überlagerung und diese Zusammenhänge. Ich will hier in die Technik gar nicht in die Details näher eingehen, nur so viel erwähnen für die Beschleunigung, die hier vorliegt. Sehen Sie, wenn Sie da so eine Superposition haben, da ist nochmal der Ausdruck von eben von 0 und 1 und führen dort zum Beispiel die Negation aus. Die Negation bedeutet ja, dass Sie 0 in 1 umlegen und 1 in 0 und so weiter. Und Sie führen das jetzt an einem Quantenbit aus. Quantenbit nennt man in der Abkürzung auch gelegentlich Qubit, also diese Superposition, und führen das an einem Quantenbit aus. Einmal diese Negation, dann haben Sie gleichzeitig zwei Manipulationen durchgeführt, denn Sie haben 0 in 1 umgelegt und 1 in 0 umgelegt. Wenn Sie jetzt zwei Quantenbits schon haben, dann führen Sie gleichzeitig zwei hoch 2 Manipulationen durch. Wenn Sie beliebig viele n, sagen die Mathematiker ja dann, Quantenbits haben, dann führen Sie gleichzeitig mit einer Anwendung der Negation zwei hoch n Manipulationen durch. Sie sehen, das ist ein exponentielles Wachstum, jetzt nur bei diesem einfachen Quantengatter, und gibt einen Eindruck von dieser Beschleunigung. Also was man jetzt noch macht, ist diese, will ich aber nicht auch auf die Details eingehen, was man jetzt macht, ist diese Gatter, von denen ich eben gesprochen habe beim klassischen Computer, in entsprechende Quantengatter umsetzen. Und ich will nur ein Gatter hervorheben, das ist das sogenannte Hadamard-Gatter. Und zwar hebe ich es deshalb hervor, weil dieses Gatter die Fähigkeit hat, einen Zustand in eine Überlagerung, in eine Superposition zu bringen. Und Sie wissen jetzt mittlerweile, die ist deshalb so wichtig, weil sie ermöglicht diese ungeheure Beschleunigung des Quantencomputers auf einen Schlag, man sagt auch Quantenparallelismus dazu, auf einen Schlag an einem Gesamtzustand alle Rechnungen durchführen zu können. Und jetzt können wir im Prinzip schon verstehen, wie so ein Quantenkasten, hätte ich bald gesagt, funktioniert. Das ist hier in dieser Zeichnung illustriert. Wir haben das so schichtweise von links nach rechts zu lesen. Das wäre jetzt so ein Quantencomputer als Schalterkasten. Wir haben die Input-Schicht hier. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Da ist der Pfeil aufwärts und abwärts, steht für die alternativen Bit-Zustände. Und dann sehen Sie hier H, das sind diese Hadamard-Gatter. Die sind jetzt wichtig, weil sie bringen diese verschiedenen Quantenbits in diese Superposition, in diese Überlagerung, in einen Zustand überführt, um dann, hier folgen also mit Abkürzungen die möglichen Quantengatter für den jeweiligen Algorithmus. Und entscheidend ist dann hier die Output-Schicht. Hier werden die Ergebnisse festgehalten, hier durch diese Messskala angedeutet. Und das geschieht, wie jetzt auch mehrfach schon erwähnt, dadurch, dass dieser Endzustand gemessen
wird. Und jetzt erinnern Sie sich an Schrödingers Katze. Was passiert, wenn man so eine Überlagerung misst? Dann zerfällt die Überlagerung mit gleicher Wahrscheinlichkeit in die verschiedenen Teilergebnisse. Würde man das hier machen, dann würde dieser Gesamtzustand in alle möglichen hier zusammengefassten Teilergebnisse zerfallen. Mit gleicher Wahrscheinlichkeit wäre uns nicht viel mitgeholfen. Denn wir wollen ja das richtige Ergebnis unter dieser Vielzahl von Ergebnissen haben. Nun könnte man die doofe Tour nehmen, ja, und versucht, alle da zusammengefassten Teilergebnisse zu testen. Jedes einzelne wird durchgeXt, nennt man gelegentlich Brute Force. Ja, nur dann schießt die Rechenzeit durch die Decke, exponentiell hätte uns überhaupt nichts gebracht. Also wir müssen einen Suchalgorithmus hier installieren, der die Wahrscheinlichkeit für inkorrekte Ergebnisse verkleinert und die Wahrscheinlichkeit für ein korrektes Ergebnis steigert. Und ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen, solche Suchalgorithmen gibt es mittlerweile, die werden natürlich ständig auch immer verbessert. Aber ich denke, jetzt haben Sie einen ersten Eindruck auch, wie so ein Quantencomputer im Prinzip arbeitet. Und jetzt kommen wir schon zu den Konsequenzen für wirklich unsere Zivilisation. Und da komme ich zunächst auf das Thema Sicherheit von Kommunikation. Da geht es dann um Schlüssel, Verschlüsselung, also auch von Information. Sowas hat mit Kryptographie zu tun, das hat wieder mit Geheimdiensten zu tun, das hat mit Krieg zu tun. Und tatsächlich war es auch so, während des Ersten Weltkriegs hat der Mathematiker Fernand, ein amerikanischer Mathematiker, bewiesen, die Sicherheit eines solchen Schlüssels zur Verschlüsselung von Informationen ist nur dann absolut sicher, wenn dieser Schlüssel, ja, wir können uns das eben als Folge von Bits, Nullen und Einsen vorstellen, eine reine Zufallsfolge ist und dieser Schlüssel nur ein einziges Mal angewendet wird. Wird er mehrere Male angewendet, dann könnte ein schneller Computer auf diesen Schlüssel Rückschlüsse schließen. Und aber ein klassischer Computer kann im Grunde keine reinen Zufallsfolgen erzeugen. Einfach deshalb, weil er ja regelbasiert arbeitet, determiniert ist. All das, sogenannte Zufallsfolgen auf diesem Computer, sind Pseudo-Zufallsfolgen, weil sie regelabhängig sind. Das heißt, ein schnellerer Computer könnte dann wieder Rückschlüsse ziehen auf die Entstehung dieses Schlüssels. Nur in der Quantenwelt, da hatte Einstein auch richtig gerochen, in der Quantenwelt gibt es den reinen Zufall. Und das hängt damit zusammen, wenn Sie einen physikalischen Würfel haben, jetzt, und würfeln, dann denkt man an Zufall. Tatsächlich, klassisch gesprochen, sind ja alle Eigenschaften an diesem Würfel bestimmt. Der Ausgang ist im Grunde auch dort determiniert. Nur diese winzigen Veränderungen am Würfel, kleiner Windstoß und was weiß ich, die am Ende zum Ergebnis beitragen, sind so minimal, dass wir sie nicht gemessen haben und nicht berücksichtigt haben. Aber wir gehen in der klassischen Physik davon aus, sie sind da. Also auch das ist ein Pseudo-Zufall, den wir da realisieren. In der Quantenphysik hatten wir eben gesehen, führt die Annahme, dass vorher tatsächlich solche Eigenschaften festgelegt sind, also zu den entsprechenden Widersprüchen. Denken Sie an EPR. Nun, in der klassischen Welt heute, die Sicherung heute geschieht meistens durch sogenannte asymmetrische Verschlüsselungen. Das ist hier in dieser Zeichnung festgehalten. Sie haben einen Text, verschlüsseln ihn. Das ist in der Regel einfach. Schwierig ist der umgekehrte Weg, aus diesem Schlüssel, diesem Code heraus, nun den ursprünglichen Text beispielsweise zu erschließen. Man nennt das auch Falltürverschlüsselung. Sie wissen, es ist einfach, in die Falltür reinzulaufen, aber schwierig wieder raus. Und dem liegt mathematisch in der Regel eine sogenannte Primzahlkodierung zugrunde. Also Primzahlen, nochmal zur Erinnerung, das sind die Zahlen, die nur durch 1 und sich selber dividierbar, teilbar sind.
Und was macht man also? Man nimmt so einen solchen Text, zerlegt ihn in Textbausteine, die werden dann durch solche Primzahlen repräsentiert und der gesamte Text wird verschlüsselt, indem nun diese Primzahlen hier miteinander multipliziert werden. Und die Primzahlfaktoren, die können beliebig groß sein. Diese Aufgabe der Multiplikation, des Malnehmens, den kann jeder alltägliche Computer heute realisieren. Die Informatiker nennen sowas polynominal. Also das ist praktisch immer möglich. Nur die Umkehrung, die erweist sich als äußerst schwierig. Und da hat sich bis heute gezeigt, dass es keinen allgemeinen klassischen Algorithmus gibt, der für eine beliebig vorgelegte Zahl die entsprechende Zerlegung in diese Primzahlen dann realisieren kann. Und es kann heute am Tage sein, kann die Meldung kommen, irgendein genialer Mathematiker hat einen solchen Algorithmus gefunden. Ist nicht ausgeschlossen. Ja, jedenfalls auf dieser Annahme beruht die gesamte Sicherheit unserer Zivilisation heute. Ob das Bank- und Finanzsysteme sind, irgendwelche Codes da im Computer oder was auch immer. Nun, in den 90er Jahren wurde zum ersten Mal bewiesen, dass es einen Quantenalgorithmus gibt, der diese Aufgabe lösen kann, der also für eine beliebig große Zahl diese Zerlegung in diese Primfaktoren realisieren kann. Und als das aufkam, war dieser Cartoon, den mag ich sehr, populär. In der Kommunikationstheorie werden Sender und Empfänger häufig durch Alice and Bob realisiert. Und Sie sehen, dass wir in den 90er Jahren sind, einfach an diesem klobigen Telefon hier. Und da flötet also Bob ins Telefon, oh Alice, you are the one for me. Du bist die Einzige für mich. Und die quantenphysikalisch gebildete Alice haucht ihm zurück, but Bob, in a quantum world, how can we be sure? Ja? Und hier sehen Sie den sogenannten Shor-Algorithmus. Das war der Algorithmus, der Quantenalgorithmus des Mathematikers Shor. Übrigens hier sehen Sie, wie der in so einem Verschaltungsbild aussieht, womit die Quantencomputerleute heute arbeiten. Das ist nichts anderes nachempfunden. Sie erinnern sich an meinen Schalterkasten von eben. Ja? Da gab es diese Input-Ebene hier, das sind jetzt nur zwei Quantenbits. Und hier sehen Sie wieder das H, dieser Hadamard-Gatter, der die Superposition herstellt. Der führt also alles in einen gemeinsamen Zustand. Und dann werden die anderen Quantenbausteine, anderen Gatter angewendet. Hier sehen Sie F, nur für die Kenner vielleicht schon unter Ihnen, steht für Fourier-Analyse. Das kennen die Techniker, die Elektrotechniker und so, kennen das aus dem Alltag, die schnelle Fourier-Analyse, die auch in der klassischen Physik und Technik, Elektrotechnik angewendet wird. Also gar nichts Neues, nur hier in einer Quantenversion. Das ist das ganze Geheimnis. Also wenn man diese Dinge alle etwas kennt, so wirklich aus dem Alltag des Technikers, dann ist das auch nichts besonders Aufregendes. Das möchte ich mal hier betonen, als wenn das so super, super genial wäre. Das ist es nun auch nicht. Und der Witz an der Sache ist, wir hätten jetzt einen seit den 90er Jahren so einen Algorithmus, mathematisch bewiesen, aber für jede einzelne Zahl könnte er erst dann zur Anwendung kommen, wenn wir technisch einen solchen Quantencomputer hätten, der mit dieser ungeheuren Schnelligkeit jetzt die Aufgabe lösen kann. Ja, würden wir jetzt einen solchen Computer haben, über Nacht würden alle Sicherungssysteme auf dieser Welt, in welchem Bereich auch immer, zusammenbrechen. Das muss man wissen. Aber wir haben es ja mit Tübingen. Wie heißt es so schön bei Hölderlin? Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende ist hier wieder die Quantenphysik. Die Quantenphysik nämlich, da gibt es den reinen Zufall, habe ich ja eben gesagt. Und was macht man deshalb bei der Verschlüsselungsübergabe? Das ist ja die Achillesferse immer in der Kryptographie. Wenn wir beide jetzt einen Schlüssel austauschen wollen, egal wie wir es anstellen, klassisch, irgendwie könnte ein Geheimdienst oder wer auch immer das belauschen. Und das können wir perfekt in der Quantenphysik ausschalten, das hier angedeutet durch die EPR-Quelle.
Einstein, Podolsky, Rose. So eine EPR-Quelle schalten wir jetzt dazwischen, zwischen Alice und Bob. Sie erinnern sich, da werden nun Folgen von Nullen und Einsen rausgeschickt, diese Polarisationszustände von Photonen. Photonenfolgen werden ja eigentlich geschickt. Und EPR-Quelle, die sind verschränkt. Jetzt können wir die Art der Verschränkung können wir messen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Wir können also feststellen, aha, diese Photonenpaare sind entgegengesetzt korreliert. Das heißt, wenn das eine 0 ist, dann ist das andere 1 oder sie sind parallel korreliert, beide 0 oder wie auch immer. Und dieses Ergebnis kann öffentlich kommuniziert werden. Das kann jeder wissen, kann nämlich keiner was mit anfangen. Entscheidend ist, wenn Alice jetzt eine 0 erhält, dann weiß sie bei entgegengesetzter Korrelation, Bob muss eine 1 haben und umgekehrt. Das heißt also, die beiden tauschen einen solchen Schlüssel von Nullen und Einsen aus, ohne dass sie darüber in irgendeiner Weise kommuniziert haben. Vielleicht noch gravierender auch für die möglichen Auswirkungen auf die Zivilisation heute sind diese verschränkten Zustände, von denen ich gesprochen habe. Denn wir können seit einigen Jahren schon über weite Entfernungen Orte miteinander verschränken, um so die augenblickliche Signalwirkung, den augenblicklichen Informationsaustausch auszunutzen. Und also Zeilinger, den ich eben schon mal erwähnte, war einer der Ersten, der das erwähnt hat. Übrigens das kleine Österreich, was Quantencomputing betrifft, mit Blick auf Europa, ganz oben. Dadurch, dass also wirklich mal ein einzelner Physiker, ich habe den jungen Zeilinger ja noch erlebt in Konstanz, also aus 1900, Ende der 80er Jahre angereist kam aus Innsbruck. Und der hat das wesentlich mit ausgebaut. Und einer seiner Schüler ist nachher eine ganz große Hausnummer geworden in China. Ja, und die Chinesen mit ihren Möglichkeiten setzen eins drauf. Und das sehen Sie hier. Die EPR-Quellen sind Satelliten. Sie sehen hier, wie über solche Satelliten entfernte Erdstationen miteinander verschränkt werden. Hier kommen diese Photonenstrahlen, also die Informationen rüber. Sie sind miteinander verschränkt und können über diese weiten Entfernungen dann den instantanen, den augenblicklichen Informationsaustausch ausnutzen. Hier unten sehen Sie, wie diese Erdstationen dann mit den üblichen Internetverbindungen, Glaskabel und so weiter, Faserkabel miteinander verbunden sind und dann viele Satelliten ausgebreitet. Das ist eigentlich das Ziel über die Erde, um auf die Art und Weise ein Quanteninternet zu realisieren. Und das ist mitnichten Science Fiction, das steht vor der Haustür, ist teilweise dort, also beispielsweise in China, auch schon längst realisiert. Und dann könnten wir natürlich weiterdenken. Das ist jetzt allerdings Theorie, was ich sage, aber auch nicht Science Fiction. Wir könnten in den Weltraum gehen. Wir könnten Himmelskörper miteinander verschränken. Ja, die Erde und den Mond, die Erde und den Mars. Und Sie wissen heute, wie das mit der Signalübertragung ist, durch die Verzögerung. Ja. Wir tricksen sie aus über die Quantenphysik, ja, und könnten das ausnutzen. Also ein Quanteninternet des Planetensystems beispielsweise. So, und diese Welt wächst nun zusammen mit der künstlichen Intelligenz. Muss ich kurz was zur künstlichen Intelligenz sagen, und zwar der klassischen künstlichen Intelligenz heute. Diese KI heute, das ist das sogenannte Machine Learning. Das wissen vielleicht verschiedene auch von Ihnen. Das heißt, wir gehen im Grunde von Rechenmodellen dort aus, die dem Gehirn nachempfunden sind. Sie sehen das hier mit diesen Neuronen technisch als solche Knoten, die Synapsen als solche Pfeile, die sind mit Zahlen gewichtet. Und da sagt man, dass ein solches Neuron feuert oder erregt ist, also 0 oder 1, wenn die Summe der benachbarten Input-Signale hier der anderen Nachbarneuronen einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Und hier sehen Sie die Architektur, die ganz ähnlich ist in der Technik dann auch, wie wir das von einer Lasagne kennen, diese Schichten übereinander, und die ist abgeschaut im Gehirn. Der Neokortex hier oben,
Ja, das sind Schichten von Neuronen. Und das hat man hier also abgeschaut und die Informationsverarbeitung läuft dann hier quer dadurch. Und dann erhält man Schaltbilder von mehr oder weniger erregten Neuronen, im Grunde ähnlich wie im Gehirn auch, die entsprechen beispielsweise einer Pixelverteilung in einem Bild. Ein Personenbild besteht aus verschiedenen Pixels und das wird wiedergespiegelt auf diesen unterschiedlich erregten Neuronen. Und bei beim sogenannten überwachten Lernen passiert nichts anderes, wie dieses neuronale Netz wird trainiert mit einem Gesicht, einem Foto, also dieser Pixelverteilung, die ich erwähnt habe. Und dann ist dieses System in der Lage, dieses Gesicht wiederzuerkennen unter einer Vielzahl von anderen wahrgenommenen Gesichtern. Wird schon seit Jahren in der Polizeifahndung beispielsweise eingesetzt. Und Deep Learning, das bezieht sich einfach auf die Tiefe der Netze, das heißt hier auf die Anzahl der Schichten. Das sehen Sie hier an diesem Beispiel, ganz ähnlich wie beim Neokortex des menschlichen Gehirns. Auf der unteren Schicht sind nur Pixels unterschieden. Sie werden zu Ecken und Kanten zusammengezogen, Teilen von Gesichtern, schließlich ganze Gesichter. Und diese neuronalen Netze heute sind keineswegs nur beschränkt auf diese 4, 5 Schichten, die wir aus dem Neokortex des menschlichen Gehirns kennen, sondern kann man im Prinzip weiter steigern, je nach vorliegender Rechenkapazität, um so die Qualität und die Fähigkeit auch dieser Netze bei der Muster- und Strukturerkennung entsprechend zu steigern. So. Das wird jetzt verbunden mit künstliche Intelligenz, dieses Machine Learning, mit Quantencomputing. Und da habe ich mir dieses einfache Beispiel vorgenommen. Das ist einfach ein neuronales Netz, das aus nur einer Schicht besteht. Also Sie können sich die Retina vorstellen, die Netzhaut. Das ist auch so ein einschichtiges neuronales System. Hier diese Felder stehen für die Neuronen, 0 und 1, feuern und nicht feuern. Hier ist es entsprechend, jetzt entsprechend dargestellt. Da oben, ja, schwarz und weiß. Und man nennt diese Art von Systemen auch nach ihrem Erfinder Hopfield-Systeme. Diese Netzwerke sind klassisch schon in der Lage, wenn man ihnen ein bestimmtes Muster vorgibt, beispielsweise dieses Muster, erinnert so ein bisschen an den Buchstaben C, das an den Buchstaben Y, die sind in der Lage, diese vorgegebenen Muster in Lernschritten wieder zu erkennen. Das ist also hier angedeutet. Das machen schon die klassischen neuronalen Netze. Nun haben wir es aber beim Quantencomputer ja nicht nur mit 0 und 1 zu tun, sondern mit diesen Überlagerungen, Superpositionen. Und das ist hier dargestellt in dieser Kugel. Ja, diese Kugel ist Repräsentant eines solchen Schalters, der aber nicht nur auf, sagen wir, 0 oder hier unten 1 zeigt, wie hier angegeben, sondern auch auf alle möglichen Zwischenzustände. Das sind ja die Überlagerungszustände, beispielsweise hier mit gleicher Wahrscheinlichkeit 0 und 1 oder irgendeine andere Zeigerstellung. Das könnte man durch Grautöne repräsentieren. Das ist also hier gemacht. Man kann das technisch als gestörte Pixels oder verrauschte Pixels interpretieren. Und dann könnte also aus einem solchen verrauschten Muster der entsprechende Lernalgorithmus mit der Geschwindigkeit der Quantencomputer dieses vorgegebene Muster wiedererkennen. Also ganz einfaches Beispiel, das zeigt, in Zukunft werden Quantencomputer aus riesigen Datenmengen Big Data unter Ausnutzung dieses Quantenparallelismus, von dem eben die Rede war, schnell Zusammenhänge, Korrelationen in Muster erkennen können. Die verschränkten Quantenzustände, hatte ich eben erwähnt, eröffnen neue Möglichkeiten entfernter Kommunikation in einem Quanteninternet zu nutzen. Und dann könnten wir uns natürlich vorstellen, unser klassisches Gehirn ist ein klassisches neuronales Netz. Ja, da werden isoliert diese Neuronen betrachtet, arbeiten miteinander
Und wir könnten uns vorstellen, wir bauen, wie eben angedeutet, ein neuronales Quantennetz. Das heißt, ein Quantengehirn in diesem Sinne und dann unter Ausnutzung all dieser Möglichkeiten des Quantencomputing könnte man damit das Machine Learning, künstliche Intelligenz, steigern. Und jetzt setzen wir noch eins drauf, denn wir könnten im Grunde das gesamte Universum als einen solchen Quantencomputer betrachten. Und derjenige, der zum ersten Mal in diese Richtung dachte, war kein geringerer als Konrad Zuse. Sie wissen, Konrad Zuse hat den ersten programmierten Computer gebaut. Es war nicht John von Neumann 1945, sondern durch die Kriegsereignisse leider in Vergessenheit geraten. Der amerikanische Geheimdienst hat es aber 1945 die Z3 gefunden. Das war Konrad Zuse. Und dieser Konrad Zuse, der auch in der Nachkriegszeit hier in Deutschland eine große Rolle gespielt hat, der in seinem Buch Der rechnende Raum hat zum ersten Mal die Idee, dass man die Welt, das Universum insgesamt, auf eine digitale Beschreibung bringen könnte. Ja, das wäre so wie hier eben angedeutet. Ich zerlege die Welt in diese kleinen Bausteine in Bits. Entweder schwarz oder weiß. Und all diese Strukturbildungen, die wir in der Welt, im Universum beobachten, die lassen sich letztendlich, die in der klassischen Physik, in den einzelnen Disziplinen beschrieben werden, lassen sich letztendlich in dieser digitalisierten Form erfassen. Das war seine großartige Vision. Er sprach damals von zellulären Automaten. Können die uns ja dreidimensional in so kleinen Würfeln vorstellen, die digitale Welt, aber klassische Physik. Und einige Jahre später kam wieder unser Richard Feynman daher und sagte, ja gut, also wenn wir schon die Welt des Universums simulieren wollen, dann aber bitte nach den Regeln dieser Welt, dieses Universums, das ist nicht die klassische Physik, das ist die Quantenphysik. Und diesen berühmten Aufsatz 1982, Simulating Physics with Computer, das ist das Gründungsdokument für den Quantencomputer. Da ging es dann eigentlich los. Und dann muss man sich nochmal, ich hätte bald gesagt, an meinen Vortrag vor 2 Jahren erinnern, nämlich an Alan Turing. Der hat ja nicht für jeden einzelnen Algorithmus einen neuen Computer gebaut, sondern der hatte schon die Vision gehabt, wir brauchen einen universellen Computer, nämlich einen Computer, auf dem wir viele Aufgaben lösen können. Und jeder poplige Laptop ist heute so ein universeller Computer. Der macht also hier PowerPoint, der macht Videoaufnahmen, Filme, der macht Texte, das ist es. Ja? Und die Idee ist jetzt eigentlich 1985, David Deutsch, britischer Mathematiker, der definiert deshalb den universellen Quantencomputer, also Turing-Maschine damals genannt, zum ersten Mal. Und dieses Universum, wenn wir Feynman folgen, wäre dann nichts anderes als ein solcher universeller Quantencomputer. Ja, das gibt Anlass zu Spekulationen. Und das sehen Sie hier. Man könnte sich ja vorstellen, ich meine, was sind 10.000 Jahre? Ich habe mir kürzlich in der Gegend von Salzburg die Landschaft auf dem Hintergrund der früheren Gletscherbildungen angesehen. Das war vor 20.000 Jahren. Da tauchte zum ersten Mal die Nachfahren des Homo erectus auf, also der heutige Mensch, und hat dort gesiedelt, vor 20.000 Jahren. Jetzt legen wir das mal noch in die Zukunft. Was ist in 20.000 Jahren? Ja, was ist in der Vergangenheit passiert? In einer fernen Zukunft könnte eine posthumane Spezies mit gigantischen Quantencomputern, beispielsweise, wenn wir dann noch existieren, ja, nicht nur die eigene vergangene Evolution der Welt generieren auf dem Computer, sondern alle möglichen Varianten, die denkbar gewesen wären, auch. Ja, wenn das aber der Fall ist, dann stellt sich die Frage, leben wir gerade in der echten physikalischen Welt oder in einer Computersimulation dieser Nachfahren? Und da unten sehen Sie einen Zeitgenossen, der felsenfest überzeugt ist, dass wir heute in einer Computersimulation leben. Das ist kein geringerer als Elon Musk,
kennen Sie alle, der Technikvisionär, aber auch vielleicht einer der erfolgreichsten Unternehmer derzeit auf diesem Planeten. Und sein Argument ist einfach erschlagend. Er sagt, unter einer Vielzahl solcher Computersimulationen wäre es doch äußerst unwahrscheinlich, wenn wir ausgerechnet in der leben würden, der die physikalische Realität entspricht. Wie dem auch sei, diese Vision oder diese Prophetie von John Archibald Wheeler, das war der Lehrer von Feynman, trifft sicher den Punkt. It from bit? Fragezeichen. Philosophisch, das Seiende, nichts anderes als Bit, zerfällt in Quantenbits oder hier illustriert mit Alice im Wonderland. Sie lüftet den Schleier der Realität und was entdeckt sie? Nichts anderes als Bits oder Quantenbits. Ganz schnell, wo leben wir jetzt nach diesen Visionen? Nochmal zurück, heute, wo leben wir eigentlich? Wir leben zwischen zwei Generationen der Quantentechnologie, zwischen der zweiten und dritten Generation. Die erste Generation, die hatten Sie eben erwähnt, Herr Skobel, das war so schon in den 70er, 90er Jahre die Ausrüstung unserer Elektronik mit Quanteneffekte, Lasertechnik und so weiter. Dann die zweite Generation, da hatten wir genügend Quantenbits, um vor 2 Jahren den ersten Quantencomputer herzustellen, der wenigstens eine Aufgabe lösen kann, schneller als heutige klassische Superrechner. Die dritte Generation, genügend Quantenbits, um dann auch eine universelle Quantencomputer zu realisieren. Wir leben in dieser Zwischenzeit, die nennt man gelegentlich NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum, Noisy deshalb, weil wir haben noch nicht genügend Quantenbits, um all die Fehleranfälligkeiten, die im Moment noch da sind, Temperaturschwankungen, Sie erinnern sich an die Tiefkühltemperaturen, die notwendig sind, um das alles zu korrigieren. Wir haben auch nicht genügend Quantenbits, um den universellen Quantencomputer in der dritten Generation zu erzeugen. Deshalb Intermediate Scale, also die Zwischenzeit. Letztes Bild. Wir sind, so denke ich, unterwegs zur hybriden KI-Quantenwelt. Quantencomputing, klassisches Computing und Machine Learning wird, ich würde es nennen, in einem hybriden Computing zusammenwachsen, um Problemlösungen wachsender Komplexität in unserer Zivilisation zu beschleunigen. Es wird nicht so sein, dass wir demnächst hier eine Uhr haben und das ist ein Quantencomputer und so weiter, wie wir das heute jetzt so aus dem Technikalltag kennen, sondern diese Möglichkeiten werden in Großrechnern integriert sein mit anderen verschiedenen Funktionen nebeneinander und das ist dieses hybride Computing. Aber, und damit komme ich zurück, auch da oben zu diesem Emblem, was wir unbedingt benötigen, ist eine europäische Standardisierung und Zertifizierung für nachhaltige und verantwortungsvolle Innovation in KI und Quantum Computing. Und bevor wir uns nämlich mit den Spekulationen über eine posthumane Spezies auseinandersetzen, die möglicherweise aus der Zukunft heraus uns heute manipuliert, müssen wir uns mit den IT-Giganten hier und heute auseinandersetzen auf dieser Erde. Das ist China, das sind die USA, damit wir als Europäer uns hier auch entsprechend platzieren. Und damit leite ich auch über zu unserer Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Klaus Mainzer, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich muss Sie jetzt aus der Quantenwelt wieder einsammeln. Und ich habe mit den Leuten aus der Zukunft gesprochen. Und die haben mir gesagt, in diesem Zwischenzustand, in dem wir uns jetzt befinden, sollten wir gerade denken, dass wir zum Beispiel das Klimaproblem vorher noch lösen. Weil dieses Klimaproblem ja ganz eng verbunden ist natürlich mit der Superpower, die wir brauchen,
um diese ganzen Dinger zu betreiben. Kühlung Richtung 0 Grad Kelvin, also das Kälteste, was es überhaupt im Universum gibt, verbraucht verdammt viel Batterie. Also können wir im Moment noch nicht machen. Und alles, worüber wir jetzt geredet haben, ist eine fossile Technologie. Das muss man sich vielleicht im Hintergrund noch mal weiter durchlaufen lassen. Also sie kommen selbst mit einem Quantencomputer aus ihren ganz realen Alltagsproblemen, Diesel oder nicht und so weiter, nicht raus. Und das hat, das ist nicht jetzt sozusagen nur eine völlig konstruierte Parallelität, sondern es hat direkt miteinander zu tun. Aber wir fangen noch mal vorne an. Haben Sie das Gefühl, Sie haben es verstanden? Beruhigt mich. Ich glaube nämlich, ich habe es auch noch nicht so richtig verstanden. Zunächst mal rein zur Technik dieser Computer. Wir fangen mal außen an. Wir stellen uns mal vor, wir haben mit so einem Quantencomputer zu tun. Die ganz einfache, naive Frage, die man sich ja stellt, ist, wie interagiere ich mit so einem Ding überhaupt? Also wenn ich mir vorstelle, das muss auf 0 Grad Kelvin runtergekühlt werden. Müssen wir vielleicht auch noch mal sagen, warum das so ist. Und ich muss jetzt in irgendeiner Form über eine Tastatur, über ich weiß nicht was, mit dem Ding interagieren. Habe ich ja schon mal ein Problem, dass in dem Moment Energie fließt. Jede Energie, die fließt, macht dieses Ding wärmer. Das will ich aber nicht. Das soll ja schön gekühlt sein. Also Frage Nummer eins noch mal, warum muss ich das so runterkühlen? Frage Nummer zwei, wie interagiere ich mit dem Ding? Wie kann ich es programmieren? Also zur ersten Frage, warum muss ich es runterkühlen, hängt einfach mit den Störungen zusammen. Die geringsten Temperaturveränderungen würden diesen Überlagerungszustand stören. Das heißt also, dann würde sofort dieser ganze Effekt der Überlagerung, den wir ausnutzen im Quantenparallelismus, der würde kollabieren und am Ende hätte ich überhaupt keinen Mehrwert daraus gewonnen. Das heißt, um diesen Zustand zu garantieren, brauche ich diese Temperaturen. Man ist natürlich mittlerweile dabei, die Temperatur zu heben. Ja, und trotzdem die Sicherheit zu garantieren, dass der Zustand garantiert ist. Man ist natürlich auch weiter unterwegs, diesen Zustand zu verlängern. Also das sind ja heute winzige Bruchteile von Sekunden geradezu, in denen dieser Zustand garantiert wird. Das heißt, da muss man alle Rechnungen reindringen und die müssen jetzt ganz blitzschnell ablaufen, weil anschließend die Garantie für diesen störungsfreien Zustand verloren ist. Das muss man alles wissen. Und wo man natürlich dran arbeitet, ist, die Zeit zu verlängern und die Temperatur zu heben. Und das ist natürlich Physik und Technik im Grunde. Die zweite Frage bei Ihnen ist entscheidend. Die erinnert, wenn Sie den normalen Computer nehmen, ich hatte eben John von Neumann erwähnt, an die Zeit 1945, da haben Sie sicher schon so Bilder gesehen, da standen so erst stand John von Neumann selber da und machte solche Stecker irgendwo rein. Und also das, was man heute ein Betriebssystem macht, das heißt, bevor Sie einen Computer hochfahren, müssen bestimmte Grundaufgaben, das sind immer dieselben, gemacht werden. Und da stand er davor, hat sich so auf dem Blatt Papier eine Zeichnung gemacht, wie er da seine Stecker zu stecken hat. Und das ist so die Anfangszeit jetzt auch bei dem Quantencomputing. Das heißt, was wir jetzt erleben, ist auch der diese Umsetzung des Ganzen bis hin dort zu diesem Keyboard. Ja, das sehen wir ja gar nicht mehr am Keyboard, was da drunter alles passiert. So einer wie John von Neumann, der hat das eben noch selber aufbauen müssen. Und deshalb waren das alles lauter Experten damals, ja, hoch ausgebildete Physiker, Mathematiker, die also einen solchen Computer bedient haben. Aber ich muss bis heute bei Google, wo ich nur noch wie dumm einfach nur eine Taste drücken muss. Aber ich brauche ja eine neue Programmiersprache, um einen Quantencomputer zu programmieren. Und kann ich das kompilieren? Also kann ich mit meiner traditionellen Computertechnologie, die ich in meinem Laptop habe, auf einer Metaebene? Ja. Das ist das Entscheidende. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist die entscheidende Aufgabe jetzt, und da ist man also auch dabei.
Es wird eben so aussehen, ich habe das zum Schluss angedeutet, wie wir haben ja zum Teil heute Uhren, die Leistungen haben wie so ein kleiner Laptop. Und das wird nicht die Zukunft sein, dass jetzt alles durch einen Quantencomputer ersetzt wird, sondern wir brauchen diese ungeheuren Rechenleistungen dort. Brauchen wir, um bestimmte Zivilisationsaufgaben zu lösen. Dass die Heizung an ist, bevor ich nach Hause komme. Nehmen Sie beispielsweise die Pandemie oder sowas. Ja? Wird es uns möglich sein, die virale Evolution, ja, darüber geht es ja heute, wir werden mit dieser Evolution der Viren leben müssen. Wird es möglich sein, ich habe im letzten Jahr so als Übungsaufgabe mich damit beschäftigt, auch wieder ein Buch rausgebracht, was sich damit beschäftigt. Nämlich wird es möglich sein, die Evolution mit einer so großen Geschwindigkeit zu simulieren und vorauszusagen, ja, damit wir uns in etwa darauf einstellen können, welche Mutanten sind denn jetzt eigentlich möglich. Nur am Beispiel der Pandemie. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, wo gerade auch in den Life Sciences heute diese ungeheuren Rechenleistungen notwendig sind. Oder CERN, Hochenergiephysik und sowas. Das heißt mit anderen Worten, die Zukunft, die unmittelbare Zukunft, beziehungsweise zum Teil auch schon Realität, sieht so aus, dass in einer großen Rechenanlage einer Universität Funktionen des Quantencomputing in diesen klassischen Supercomputer eingebaut sind. Sie sind eingebettet. Das heißt, es wird dann auch Bedienungsoberflächen dafür geben, weil Sie die Programmiersprachen angesprochen haben. Ich habe das in meinem Buch Quantencomputer auch beschrieben, wie das heute aussieht und wie jetzt Firmen wie Google und andere auch erste Ansätze in diese Richtung machen. Und mich erinnert das so ein bisschen in der Geschichte der Informatik an diese Frühphase des klassischen Computers, kurz nach John von Neumann, wo man so angefangen hat, die Betriebssysteme zu formulieren, Compiler zu formulieren und dann die Bedienungsoberflächen dazu passend zu geben. Und das wird die Realität sein. Alltag. Wir können jetzt in zwei Richtungen weitergehen. Die eine ist sehr philosophisch. Da geht es um die Frage, kann ich die Wirklichkeit selber in so übersetzen, dass ich mithilfe der Möglichkeiten, die ich jetzt habe, diese Wirklichkeit simuliere, inklusive des Prozesses der Simulation, den ich simuliere, ist die philosophische Frage. Da wünschte ich fast, dass Markus Gabriel hier wäre mit die Welt existiert nicht. Also im Sinne von einer Wirklichkeit, die sich selber enthält, kann die existieren? Das ist die philosophische Frage. Ich möchte mit der physikalischen Frage anfangen. Und das ist nochmal das Kernstück der ganzen Sache, nämlich die Superposition. Also die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Zuständen, die ja für uns in unserer Alltagslogik bedeutet, 0 und 1 gleichzeitig kann ich sein. Also entweder das Licht ist an oder das Licht ist aus. Aber so ein bisschen Licht, natürlich kann ich mit dem Dimmer arbeiten, aber beim Dimmer kann ich genau angeben, also zu wie viel Prozent der Dimmer jetzt an ist. Ich habe unlängst ein interessantes Gespräch gehabt mit Roberto Cavelli, also dem Quantengravitationsphysiker, und habe mit ihm über Schrödingers Katze gesprochen, habe gesagt, sagen Sie, Herr Rovelli, eigentlich ist das doch ganz einfach. Die Katze in der Kiste ist entweder tot oder lebendig. Worüber wir reden, wenn wir über Superposition reden, ist ein Modell der Katze in dem Kasten. Und nur in diesem Modell kann die Katze gleichzeitig tot und lebendig sein. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass wir, wenn wir über Superposition reden, nicht über die Wirklichkeit an sich reden, sondern über ein Modell von der Wirklichkeit. Und Sie wissen spätestens seit Michel Houellebecq, die Karte ist nicht das Gebiet. Ich kann die tollste Landkarte eines Gebietes haben. Das Gebiet ist immer anders. Und wenn ich mit meinem Finger auf der Landkarte lang fahre, fahre ich noch lange nicht mit derselben Geschwindigkeit in dem Gebiet lang. Also Karte und Gebiet sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn man das im Kopf behält jetzt und sich dann fragt, wie ist das jetzt mit der Superposition? Was mache ich da eigentlich? Das müssten Sie noch mal erklären. Und die zweite grundsätzlich, ich will das nur anschließen, weil ich glaube, Sie können es dann in einem Rutsch erklären. Die zweite prinzipielle Frage, die wahrscheinlich viele von Ihnen jetzt auch haben, ist,
Ja, Moment mal, das sind doch jetzt Wahrscheinlichkeiten von Zuständen. Wie kann ich denn Wahrscheinlichkeiten von Zuständen übersetzen in eindeutige Beziehungen, also in ja oder falsch? Wie kann ich aus Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel Kausalitäten machen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch. Das sind die beiden Fragen. Also, habe ich es mit Modellen? Mit was für einem Modell habe ich es da zu tun? Wie funktioniert das? Und wie kann ich das übersetzen in Ja und Nein? Das ist eine typische Philosophenfrage. Natürlich. Die kenne ich. Phil Cologne. Die kenn Herzlich ich willkommen nochmal. Also, Philosophen neigen dazu. Ich bin ja selber auch einer. Aber je nachdem, welchen Hut ich aufhabe. Also Philosophen neigen dazu, das ist die kantianische Tradition. Sie sagen also, die Welt ist letztendlich in meinem Kopf, ist eine Beschreibung, ist ein Modell. Und jetzt kommen da diese Quantenphysiker aus, haben sich ein schönes Modell ausgedacht und damit zum Beispiel mit diesen Superpositionen und beschreiben die Wirklichkeit. Und genauso hat sich Newton auch ein Modell ausgedacht, darf man auch nicht vergessen, die klassische Physik. Natürlich. Und so weiter. Und beschreiben die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit, ja, das Ding an sich, ja, das ist natürlich, was ist das denn? Alte Frage Kants. Haben wir nicht. Okay, ne? Gut. So, jetzt setze ich mir den anderen Hut auf. Die Physiker haben damit immer gehadert, mit Recht. Schon Galilei hat damit gehadert, als die Inquisitoren kamen und sagen, ja, du hast ja nur ein Modell da oben. Und Galilei hat darauf insistiert und hat gesagt, nichts Modell, nichts Hypothese. Ja, Hypothesis non fingo, das ist die Realität. Und so antworte ich Ihnen jetzt, genau. So wie damals Galilei und so wie Newton geantwortet hat. Hypothesis non fingo. Diese verschränkten Zustände, diese Überlagerungen sind physikalische Realität. Richtig ist an Kant, dass das in einem mathematischen Modell beschrieben wird. Und das haben wir uns ausgedacht. Und dieses mathematische Modell bewährt sich nachher auch und zeigt diese Zusammenhänge. Kleiner Einwand an der Stelle an den Physiker. Diese Superposition ist physikalisch genauso real, wie Sie dieses Glas Wasser hier als real bezeichnen. Und es wird in der Technik, realisiert längst und die Chinesen bauen ein Quanteninternet darauf und das ist keineswegs nur ein Modell. Aber wenn die Chinesen das machen, funktioniert die Welt. D'accord, aber wenn die Chinesen das machen und dieses Glas beschreiben, dann beschreiben wir ja einen Makrozustand. Das heißt, wenn wir über Schrödingers Katze reden, das ist richtig. Reden wir über Gläser. Wir reden Katzen das in der Dimension richtig. Von Gläsern. Sehr gute Frage. Worüber wir jetzt reden, sind keine Makrozustände, sondern sind Mikrozustände. Ja. Ja. So, und wenn Sie mir jetzt weismachen wollen, dass die ganze Welt natürlich nur aus diesen Mikrozuständen besteht. Sage ich nicht. Okay. Sage ich nicht. Sondern, also ein Punkt ist nochmal ganz wichtig. Das habe ich eben nur kurz angedeutet, als ich dieses Experiment, Gedankenexperiment von Schrödingers Katze erwähnt habe. Das ist in der Tat nur von Schrödinger richtig zu verstehen, wenn wir diesen Kasten als ein Quantensystem verstehen. Wenn ich sage, der Kasten ist eine klassische Kiste und in dieser klassischen Kiste eingeschlossen ist eine klassische Katze, aber da ist noch drin ein Quantensystem, nämlich dieses Radiopräparat. Da gibt es diese kleinen mikroskopischen Zerfälle drin und die sind zufällig und so weiter. Dann habe ich Schrödingers Katzenexperiment nicht verstanden, sondern Schrödinger sagt ausdrücklich, das ganze System ist ein Quantensystem. Und in diesem Buch, was ich eben gezeigt habe, 1990, da haben wir uns ausgiebig mit Chemikern und Biologen unterhalten über die Möglichkeit, dass auch makroskopische Systeme als Quantensysteme verstanden werden. Mit einer unsicheren Antwort, oder? In meiner Konstanzer Zeit hatte ich einen Lehrauftrag an der ETH Zürich. Nicht in der Philosophie, sondern in der physikalischen Chemie. Also das, was Frau Merkel und ihr Mann macht, ja.
physikalische Chemie. Und das sind Quantenchemiker, so wie Sie übrigens auch. Und die beschäftigen sich damit nicht nur mit Photonen und Neutronen, das ist CERN und so, ja, Ionen, sondern es werden immer größere Einheiten betrachtet, zum Beispiel Atome. Das ist schon ziemlich groß. Die aus mehreren vielen Quantenzuständen Makromoleküle, Proteine. Und dann stellt sich die Frage, wo ist die Grenze? Mhm. Wo sind da noch die Quanteneffekte? Und könnte es sein, dass das so weit geht, dass zwischen uns beiden oder Schrödingers Katze Quanteneffekte sind? Sehen Sie, das ist tatsächlich eine Skala. Und das ist nicht ausgeschlossen. Es gibt eine berühmte Auseinandersetzung mit Penrose über die Frage, ob in unserem Gehirn in diesen makroskopischen Strukturen Quanteneffekte eine Rolle spielen. Also das sind aber Fragen, die sind letztlich auch durch Messung und Experiment zu entscheiden. Aber es deutet an, dass die Quantenwelt keineswegs beschränkt ist auf klein oder so. Aber das noch wäre ein Missverständnis. Aber noch könnte ich mit derselben Expertise sagen, könnte auch sein, dass es nicht stimmt. Noch ist unentschieden, ne? Nein, nicht. Sondern wir können Quanteneffekte heute bei Makromolekülen nachweisen. Sie können nachweisen heute in diesen Übergängen der mesokoskopischen Welt zwischen der Mikro- und der Makrowelt, dass dort also Quanteneffekte sind, messbar, nachweisbar. Ich verrate Ihnen, wo Sie diese Quanteneffekte tatsächlich beobachten können in der Biologie. Man hat ja lange Zeit nicht gewusst, wie Vögel sich, am Magnetsinn orientieren, weil man kein entsprechendes Organ gefunden hat. Und man hat jetzt unlängst entdeckt, dass es in der Tat ein Makromolekül gibt, was verschiedene Quantenzustände annehmen kann. Und durch eine Verbindung der Quantenzustände können sich andere Moleküle entsprechend ändern. Und das kann ein Vogel interpretieren als jetzt flieg mal weiter nach Norden, jetzt flieg mal weiter nach Süden. Das heißt, man hat tatsächlich erstmals einen Beweis gefunden, dass sich in einem sinnesphysiologischen System, in dem Fall bei Vögeln, also mit Hilfe von Quantenzuständen gemessen werden kann, wie ich mich im Raum orientiere. Das heißt, es gibt also zumindest bis zu der Größe von den Makromolekülen gibt es einen Quanteneffekt. Ob es zwischen Elefanten Quanteneffekte gibt? Also es ist heute eigentlich die gängige Praxis, die gut bewährte Praxis, auch in der Physik, die Welt, das Universum, das physikalische Universum, als ein Quantensystem zu betrachten. Und die klassische Physik sind im Grunde nur makroskopische Annäherungen. Das heißt, eins ist richtig, und das wird an diesen EPR-Phänomenen, an der Superposition auch deutlich, wenn wir in diese makroskopischen Bereiche reinkommen, also immer größere Einheiten betrachten, dann wird die Störanfälligkeit größer. Ja, und deshalb ist es so schwierig heute, auch in dieser makroskopischen Technik heute, solche Zustände zu realisieren. Also wenn Sie auf die Evolution des Universums zurückschauen würden, dann wären in dieser Frühphase des Universums, ja, so kurz nach dem sogenannten Urknall, sind diese verschränkten Zustände, ich hätte bald gesagt, gang und gäbe. So stärker jetzt das, so kann man es sehr vereinfacht darstellen. Das Universum entschränkt sich. Das System immer mehr. Und das, was wir dann in der klassischen Physik beschreiben, ist tatsächlich ein Modell. Ist nämlich eine Annäherung an eine Welt, in der, ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht, weitgehend diese Verschränkungen und Überlagerungen zerfallen sind. Aufgrund der erheblichen Störungen, die jetzt in diesem makroskopischen Bereich durch die Temperaturveränderungen und so weiter auftreten. Also so muss man sich das Ganze vorstellen. Das Dominante ist heute eigentlich das Grundverständnis, die Quantenwelt. Und tatsächlich unsere klassische Physik ist da eine zweckmäßige Beschreibung. Ich meine, als Autoschlosser macht mir das, solange ich da nicht mit Laser zu tun habe. Aber selbst der Autoschlosser muss heute die Effekte der ersten Generation des Quantencomputing berücksichtigen. Sie sehen, wie das schon in den Alltag. Die Sache mit dem Universum kann ich biblisch ja eigentlich, und Aristoteles hat das ja auch schon so gemacht, biblisch eigentlich sehr einfach fassen mit dem Senfkorn und dem Baum.
Also wenn ich das als Bild nehme, sind im Senfkorn sozusagen sämtliche Quantenzustände verdichtet da. Und je mehr ich die entkopple, umso mehr wächst der Baum. Und wenn sozusagen sämtliche Quantenzustände zerfallen sind, habe ich den großen Senfbaum da. Da ja, stehen. Also das ist jetzt nur eine Analogie zum Nachhausenehmen, damit Sie sagen können, Sie haben das verstanden, wie das mit den Quantenzuständen am Anfang der Welt ist und warum wir, ne, unsere Nachfahren da, die hybrides Computing machen können, sich zurückrechnen können bis kurz nach Big Bang. Vorher wird es schwierig, aber gut, anderes Thema. Noch die zweite Teilfrage. Wie können wir denn, Sie haben das ja in dieser Matrizendarstellung gezeichnet, erinnern Sie sich vielleicht an das Schaubild, dieses Quadrat mit den ganzen Nullen, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 und so weiter. Also sozusagen das Senfkorn mit sämtlichen Quantenzuständen. Das sind ja Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Zuständen. Wie können wir aus diesen Wahrscheinlichkeiten klare Ja-Nein-Antworten konstruieren? Ja, das geschieht. Die sogenannten klaren Ja-Nein-Antworten treten eben nur dann auf, wenn diese Superposition zerfällt. Na, also Schrödingers Katze ist zunächst einmal ein schönes Gedankenexperiment, weil die wenigsten sich mit den Photonen die entgegengesetzten Polarisationszustände anschaulich vorstellen können. Aber tot und lebendig weiß jeder, was es ist. Und dass es dann so Zwischenzustände gibt, das ist so eine nette Spekulation. Ja, auch eine Illustration. Ja? Also dieses Entweder-Oder, das Entscheidende ist, es gibt nicht nur dieses Entweder-Oder, das ist die Superposition, sondern die ganze Skala dazwischen, die also in einem solchen Quantensystem also angelegt ist, könnte aristotelisch sagen, das Potenzial, das hier angelegt ist und sich dann Heidegger entbirgt durch den, durch den Messakt. Da zerfällt es und so oder so. Ja? Also so muss ich mir das Ganze vorstellen. Ich frage deshalb, weil für, ich sag mal, Normalo besteht ja immer das Problem, dass ich zwar in einer großen Datenmenge jede mögliche Menge von Strukturen und Verbindungen erkennen kann, aber das müssen ja noch keine Kausalstrukturen sein. Das heißt, es gibt Korrelationen, also wenn das eine Licht aufblinkt, blinkt immer das andere auf, aber das muss nicht notwendigerweise ein kausaler Zusammenhang sein, sondern der kann über völlig andere Mechanismen laufen. Das heißt, wenn ich eine Korrelation hergestellt habe über Quantencomputing, habe ich noch nicht wirklich rausbekommen, ob es eine Kausalbeziehung gibt. Sehr gut, jawohl. Das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich muss so viele Diskussionen und bin alles Mögliche gewohnt. Aber es trifft den Nagel auf den Kopf, so wie Sie es gesagt haben. Es ist tatsächlich so, Sie machen eine richtige Unterscheidung zwischen statistischer Korrelation und Kausalität. Und das war der große Irrtum von Einstein. Einstein ist davon ausgegangen, in einem verschränkten Zustand, wie man das heute nennt, gibt es, weil er sich nicht anders vorstellen konnte, der sagt, da gibt es Bälle und da gibt es Einheiten und zwischen denen gibt es kausale Wirkungen, so wie der Newton sich das vorgestellt hat. Ja, Körper, die aneinander stoßen, die auseinanderfliegen, Elektrizität, die zwischen denen wirkt, Ursache und Wirkung, letztendlich Signalübertragungen und dann kommt er mit seiner großartigen Theorie und zeigt also Elektrodynamik, es gibt keine Signalübertragung, die schneller als das Licht ist. Und damit ist das hinfällig. Genau, und das ist die Kausalität. Das ist die klassische Welt. Relativitätstheorie Einsteins ist die Krönung und der Abschluss der klassischen Welt. Und dann dieser Irrtum, der große Irrtum von Einstein, dass er sagt, in diesen verschränkten Zuständen, da ist ein Photon oder ein Quantensystem, wie wir es auch immer nennen wollen. Und wenn die verschränkt sein sollen, müssen die und wenn ich das hier messe und da habe ich, ist sozusagen eine Veränderung eingetreten, augenblicklich, dann wäre das ja, das nennt er den Spuk, ja? Dann wäre das ja eine Übertragung, er denkt kausal, Ursache, Wirkung.
Da ist die Messung die Ursache für die kausale Wirkung dort. Die kausale Übertragung kann nicht schneller sein als das Licht. Und sie wäre dann schneller. So denkt Einstein. Das geht. Das führt zu dem Ergebnis. Und das ist eben ein quantenphysikalisches Missverständnis, weil es keine kausale Wirkung gibt, sondern der Quantenzustand ist ein Zustand. Da ist die Erdstation. Von möglichen anderen. Ja. Und das ist nicht eben nur Photonen, sondern wie eben in China realisiert und von Zeilinger zwischen Mallorca und ich weiß nicht, im spanischen Festland oder was auch immer, damals schon. Diese verschränkten Zustände lassen sich über diese Entfernungen technisch realisieren. Und das ist die Grundidee zu diesem Quanteninternet und das werden wir noch alle erleben, hoffe ich. Ob es dann schon der Alltag wird, aber das wird so schnell gehen, sobald man das technisch hat. Ich weiß ja, welche Möglichkeiten man heute hat. Und über diese Satellitentechnik wird das also höchstwahrscheinlich gehen. Und dann haben wir eine solche verschränkte Welt der Kommunikation, wo wir einfach diese ungeheure Beschleunigung auch des Informationsaustausches, das muss man sich mal vorstellen, es ist dann wirklich so, als würde ich daneben sitzen. Ich meine, man könnte sagen, wenn ich eine Meldung aus Afghanistan bekomme und die ist jetzt mit Lichtgeschwindigkeit übertragen, macht auch nichts. Das ist auch schon ungeheuer schnell. Aber wenn ich jetzt beispielsweise demnächst meine Marsstation oder die Mondstation habe, dann wird es schon signifikant, wenn ich versuche, einen Roboter beispielsweise zu steuern und die Steuerungssignale kommen dann erst Minuten später an. Und jetzt kann man natürlich weiter spinnen, wie das geht. Es wird immer eine technische Frage sein, ob ich diese Quantenzustände über diese Entfernung sichern kann, realisieren kann. Das ist die ungeheure technische Herausforderung. Die Mathematik, ich sage es nochmal, die dahinter steht, war im Grunde schon seit den 90er Jahren klar. Nicht so schwierig. Kann man sich reinarbeiten, ist gar nicht schwierig. Ich habe versucht, sein Buch zu verstehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das immer sehr einfach ist. Und wie man Hilbert-Räume in zweidimensionalen Umgebungen tatsächlich miteinander multipliziert, weiß ich nicht. Ja, also bis heute nicht. Alles Gewohnheitssache. Sprechen Sie mit irgendeinem einer Studentin hier aus Köln, zweites Semester Physik oder so. Und Informatik vielleicht noch nicht. Die brauchen noch eine Zeit, bis sie da drin sind. Sie noch konventionell. Aber für die wird das also der Alltag sein. Auch die Mathematik. Aber ich sage das, weil es ich betone das deshalb, nicht aus Arroganz. Ich betone das deshalb, um zu unterstreichen, das ist kein Hexen einmal eins, was dahinter steht. Es gibt wirklich schwierigere Fragen, auch in der Wissenschaft. Sondern das ist tatsächlich ein Wissen, das sich jetzt unmittelbar auch in der Technik realisiert und das unseren Alltag bestimmen wird. Und deshalb ist so wichtig, dass wir alle wenigstens ein Grundverständnis haben, was dem zugrunde liegt. Ich meine, wenn sich überlegen, dass es in Spanien in den 50er Jahren dort auf den Dörfern also ältere Damen gab, die das ganze Fernsehen für wirklich Hexen einmal eins hielten, weil die Bilder durch die Luft fliegen. Ja, das muss ja Teufelswerk sein. Und sowas lächeln wir heute drüber. Aber ich möchte mal fragen. Ich kann Ihnen verraten, es ist nicht so. Wir können nicht fliegen. Ich möchte mal wissen, wie weit wir heute eigentlich ein Grundverständnis dafür haben, was da eigentlich beim normalen, publiken Fernsehen eigentlich passiert. Und damit wir uns nicht in der Gesellschaft meilenweit entfernen von einer Technik, wo tatsächlich nur noch einige Zauberlehrlinge scheinbar drüber beherrschen, ist es so wichtig, das ist ja Ihr Metier, die Kommunikation, die Wissenschaftskommunikation nach vorne zu treiben, bis in die Politik hinein, dass da wenigstens ein Grundverständnis dafür ist, was da eigentlich passiert, die Prinzipien und wie wichtig das ist. Wobei, wenn ich ehrlich bin, wirklich mal eine Sekunde beim Fernsehen bleibe, also vor 20 Jahren, als ich selber ja noch Filme gemacht habe und so, konnte ich mit Technikern einigermaßen reden und habe einigermaßen gewusst, was ist und wie es im Prinzip funktioniert. Inzwischen haben wir so viele arbeitsteilige technische Berufe und Prozesse dazwischen, dass ich
nicht mehr ansatzweise in der Lage wäre, Ihnen wirklich zu erzählen, wie ein Bild, das wir im Studio aufnehmen, tatsächlich zum Endverbraucher kommt. Also allein die Kameratechnik in den letzten 3 Jahren, da haben wir 2 verschiedene Generationen von Kameras gehabt, ist sowas von viel komplizierter geworden. Aber das ist wirklich nur anekdotisch nebenbei. Ich wollte, weil wir ja die jetzt alles gelöst haben, es eigentlich ja ganz einfach ist mit dem Quantencomputing, wollte ich noch mal versuchen, das sehr einfach zu formulieren, und Sie sagen mir, ob das falsch ist und ob man es überhaupt so sagen kann. Wir haben super tolle mathematische Modelle. Mit diesen Modellen können wir unsere Fragen übersetzen in einen Formalismus, in ein Modell, das sozusagen sämtliche Möglichkeiten und Zustände gleichzeitig realisiert. Das ist einfach nur eine Formel. Und dann schaffen wir es, oder ein mathematischer Formelapparat, und dann schaffen wir es, aus diesem Zugleich von Zuständen, in Klammern, den wir uns normalerweise nicht vorstellen können, aber den können wir berechnen, aus diesem Zugleich von Zuständen wieder eine eindeutige Antwort zu machen, also einen eindeutigen Zustand zu markieren. Und das, was die Zeitersparnis bringt, das, was das Geniale ist, ist, dass in diesem Zwischenbereich alle möglichen Antworten, alle möglichen Zustände gleichzeitig realisiert sind. Wenn ich das mit herkömmlichen Computern machen würde, müsste ich sozusagen für jeden einzelnen Zustand einen eigenen Computer mit eigenen Berechnungen laufen lassen. Ungefähr richtig? Ja, da war ein Bild, das genau das nochmal beschreibt, was Sie gerade gemacht haben, was Sie gerade beschrieben haben. Und das ist sicher das. Genau. Na, das haben Sie gerade gesagt. Auf einen Schlag, das ist die Überlagerung. Der Quantencomputer führt das auf einen Schlag durch. Und dann bekommen Sie die Überlagerung hier von den Teilergebnissen. Und die große technische Schwierigkeit ist ja eigentlich, solche Zustände zu realisieren. Da sind wir dran, das werden wir auch verbessern. Das wird nicht nur in Zukunft mit Weltraumtemperaturen sein. Und die zweite Frage ist natürlich, das wird bei diesen populären Darstellungen immer übersehen, das Auslesen. Auslesen heißt, also beim Quantencomputer immer eine Messung durchführen und dann kommt der Kollaps. Dann fallen die alle hier per Zufall auseinander und dann müssen wir wissen, welches ist das richtige Ergebnis. Wir brauchen also noch einen Suchalgorithmus. Und der muss möglichst schnell sein, schneller als diese Tour für Dumme, hätte ich bald gesagt, nämlich einfach durchxen zu wollen, welches ist das richtige Teilergebnis. Denn das wäre exponentielle Rechenzeit und würde durch die Decke schießen und würde uns nichts bringen. Letztes kleines philosophisches Problem dazu. Das Ergebnis dieses Suchalgorithmus können wir nicht mehr oder könnten wir nur mit wahnsinnigem Zeitaufwand verifizieren. Das heißt, wir sind darauf angewiesen zu glauben, was das Ergebnis dieses Suchalgorithmus uns erzählt. Nein, nein, richtig? Das wäre jetzt ein bisschen aufwendiger, das jetzt da müssen wir vielleicht auch ein Beispiel nehmen und das mal so durchrechnen. Also diese Art von Suchalgorithmen, die tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, darauf läuft es ja hinaus, die Wahrscheinlichkeit der nicht korrekten Ergebnisse zu vermindern und die Wahrscheinlichkeit des richtigen Ergebnisses zu steigern, hängt immer vom Suchalgorithmus ab. Der erste, der Grover-Algorithmus, wenn vorher, was weiß ich, großes N von Fällen untersucht werden müssen, der reduzierte das Ganze aus Wurzel aus N. Das heißt, eine kleinere Anzahl von immer noch groß genug. Und das ist immer noch, das war immer, das zeigte, dass es im Prinzip geht, aber es ist noch immer zu groß, um wirklich praktisch auch zu Ergebnissen zu führen. Und dann in der Folgezeit hat man immer bessere solche Suchalgorithmen gefunden. Also das sind wirklich die großen Herausforderungen beim Quantencomputer, dieser Suchalgorithmus und die technische, hier diese Superposition herzustellen. Und wie gesagt, State of the Art, Google hat diesen Supercomputer, der also tatsächlich allerdings nur eine Aufgabe vor 2 Jahren gelöst hat, so schnell
Der schnellste, der chinesische klassische Supercomputer ist dazu nicht in der Lage. Aber wir wollen ja auf sowas daraus, klar, den universellen haben. Und das hängt einfach mit den Quantenbits, also mit den Schaltern, der Anzahl der Schalter zusammen. Meine Frage war nur, solange wir noch nicht ganz sicher sind und testen müssen, müssen wir ja eigentlich hin und wieder die Ergebnisse eines Quantencomputers mit unseren herkömmlichen Dingern überprüfen. Richtig, ne? Das ist die große Herausforderung. Und das war meine Frage, sehr gut, um zu testen, ob der Suchalgorithmus stimmt. Sehr richtig. Also die große Herausforderung, das wird auch gemacht, gerade bei uns in Deutschland, hier auch die verschiedenen Universitäten, gehört auch Karlsruhe zu und andere. Also klassische Supercomputer, auf denen wir die Arbeitsweise in diesem Stadium der Entwicklung auch der Quantencomputer simulieren, die Simulation. Das ist auch ein wichtiger Effekt, gerade jetzt also in der Entwicklung. Aber nochmal, ich glaube, ein wichtiges Ergebnis, was jetzt auch rausgekommen ist, nochmal, es wird nicht so sein, dass wir den Quantencomputer am Arm haben, sondern es wird integriert sein in eine große Ökologie der verschiedenen Rechnerfunktionen, aber eine sehr wesentliche, ich erinnere nochmal an die Pandemie, an diese gewaltigen Rechenaufgaben, die auf uns zukommen. Und ein wichtiger Punkt, den haben wir noch nicht richtig beantwortet, aber ich habe ihn im Hinterkopf. Weil ich habe ja hier zum Schluss eben gehabt, im letzten Bild stand bei mir das wichtige Wort der Nachhaltigkeit. Wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, wo liegt denn unsere Zukunft, die Zukunft Europas? Ja, hecheln wir weiter den Amerikanern und den Chinesen hinterher? Die bauen schon, die einen bauen das Quanteninternet und die Amerikaner bauen den schnellsten Quantencomputer. Und was machen wir Europäer eigentlich? In der Forschung, in der Grundlagenforschung sind wir sehr gut. Auch in den Patenten. Ganz vorne Deutschland. Wir tun uns ein bisschen schwer, immer schon traditionell, was die Amerikaner besonders gut kennen, die Umsetzung. Die haben immer ein Geschäftsmodell dabei. Das war immer das Geheimnis vom Silicon Valley. Aber wo Deutschland eine Zukunft hat, das hat auch mit unserem politischen System zu tun. Nachhaltigkeit. Und Sie haben selber darauf angesprochen mit der Energie. Am Ende kommt es darauf an, dass die Gesamtbilanz stimmt. Ja? Wir können uns nicht nur auf die Digitalisierung spezialisieren, auf Teufel komm raus, da Weltmeister werden. Wir können uns aber auch nicht nur auf die Ökologie konzentrieren. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Auch nicht nur auf die Pandemie. Denn um diese Aufgaben lösen zu können, brauchen Sie diese Digitalisierung. Mhm. Deshalb Integration, die Gesamtbilanz muss am Ende stimmen. Ich muss sehen, dass die Energie, die ich hier verwenden kann, um diese Digitalisierung entsprechend als Dienstleistung weiterzutreiben, die muss ich wirklich so entwickelt haben, dass ich eben nicht das Ganze mit Braunkohle und sowas befeuere, sondern hier gute Energieträger finde, damit ich hier zu einer guten Gesamtbilanz komme. Und dieses Wort Gesamtbilanz, andere Umschreibung, ist eben nachhaltig und verantwortungsvolle Innovation. Und das halte ich für den Schlüsselbegriff, den wir uns hier in Europa anheften sollten. Das sollte unser Ziel sein. Denn China, das können Sie sich vorstellen, die haben ein ganz anderes Ziel. Ja, da ist ein Staatsmonopolismus da und die wollen mit aller Gewalt nach vorne, koste es, was es wolle. Und die Amerikaner, die setzen traditionell auf Geschäftsmodelle und wenn die Geschäftsmodelle gut sind und Profit und Gewinn am Ende kommt, ich vereinfache etwas, aber es zeigt die Richtung. Und deshalb wäre eine gute Positionierung hier für Europa, hier ein solches Geschäftsmodell, eine solche Gesamtbilanz, eine solche nachhaltige und verantwortungsvolle Gesamtbilanz zu zeigen, wo wir nicht nur stark sind in der Innovation, sondern auch das Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, Dank nochmal für das den wäre Hinweis, ja. Eine gute Zukunftsperspektive hier für Europa.
Vielen Dank, Klaus Mainzer. Und für Sie zum Mitnehmen, lösen Sie die verschiedenen, Sie möglicherweise noch quälenden Möglichkeiten, was die Wahl angeht. Werden Sie dekohärent und wählen Sie, gehen Sie wählen, wie auch immer Ihr Quantenzustand dann aussieht. Ganz herzlichen Dank, Klaus Mainzer nochmal und ja, viel Spaß bei den weiteren Veranstaltungen der PhilCologne. Okay.